Juhu, und willkommen zuletzt bei Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Wir waren gerade dabei zu schauen, was Goldthor so drauf hat, also machen wir doch mal weiter. Herr Zauber! Es gibt ihn. Was? Wasche, 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 es gibt den Zauber wirklich? Oh mein Gott, das muss ich meiner Tante erzählen. Ruhe! Wie ich mir schon dachte, Cookie hat sich an alles perfekt erinnert. Nur, welche Art von Magie könnte dieser Spruch Goldthor sein? Also, das Leben Magie beschreibt den Zauber folgendermaßen. Erzeugt ein Portal auf beiden Seiten einer grün gefärbten Wand. Das Portal verschwindet nach 5 Minuten. Okay, auf beiden Seiten einer grün gefärbten Wand. Ah, ja, wir haben ja dieses eine Wandstück als Beweis, weil genau in diesem Raum ist ja ein kleines grünes Wandstück und die andere Wand ist ja komplett grün gestrichen. Ah ja, da war ja auch was mit diesem Brand und so und dass er deswegen angeblich gestrichen hätte. Aber das zeigt doch noch mehr, dass dieser Typ das ist, von dem ich die ganze Zeit dachte, dass er ist. Dieser Irrlington da. Öffnet ein Portal. Auf einer grünen Wand. Ein Portalzauber. Ja, jetzt ergibt doch alles einen Sinn, aber wie kommt der Kristall dann da in den Zauberstab? Das ist die Frage. Ihr seid ja ein wahrer Glückspilz. Sogar das Lieber Magie steht euch zur Seite. Dennoch gibt es eine große Schwachstelle in eurer absurden Hypothese. Welche Schwachstelle? Welche Schwachstelle, Inquisitor Flamberg? Oh, das ist schnell erklärt. Erinnert euch daran, wie die Alchemistenstube zum Zeitpunkt des Vorfalls aussah. Könnt ihr euch grüne Wände entsinnen? Ich kann es nicht. Dort gibt es nämlich keine grünen Wände. Alle Wände sind weiß. Falsch! Mit anderen Worten. Die Anwendung von Goldthor in jenem Raum war und ist unmöglich. Auch das Gericht begab sich nach dem Vorfall in die Studierstube. Ich kann mich gut daran erinnern, dass alle Wände mattweiß waren. Eure kleine Theorie war erbauend, aber sie hat sich als genau das herausgestellt: eine bloße Theorie, ein Gedankenspiel. Solange ihr nicht beweisen könnt, dass Goldthor Magie benutzt wurde, wollen wir nichts mehr davon hören. Um ehrlich zu sein, mich erstaunt es, dass ein solcher Spruch existiert. Auch wenn es unmöglich ist, dass dieser Zauber in der Stube benutzt wurde, dann führt eure Folgerung nirgendwo hin. So lasst das Gericht euch nun eines fragen. Ja, bitte, euer Ehren? Habt ihr vielleicht einen Beweis, den ihr in dem Gericht passieren könnt? Boah, alles falsch. Könnt ihr beweisen, dass es der Hexe möglich war, den Spruch Goldthor in jenem Raum zu wirken? Das ist kein Zufall. Der Zauber wurde definitiv am Tatort benutzt. Habe ich einen Beweis, dass es möglich war, Goldthor zu benutzen? Natürlich! Natürlich! Was ist das denn für eine Frage? Etwas beschäftigt mich schon eine Weile, dieser unerklärliche Fleck. Er ist der Beweis, der alles auflöst. Boah, das war jetzt aber auch so schwer zu erkennen. Das ist das einzige Grüne, was wir in der Gerichtsakte haben. Die Verteidigung wird den alles erklärenden Beweis präsentieren. Möglich. Die funkelnde Entschlossenheit in euren Augen verrät, dass ihr es noch einmal versucht. Möge die Verteidigung nun dem Gericht den Beweis präsentieren. Präsentiert den Beweis, dass der Zauber Goldthor wirklich am Schauplatz des Verbrechens benutzt wurde. Jo, da haben wir ja den grünen Fleck. Der ist nämlich hinter dem Gemälde versteckt. Die Wände der Studierstube sind allesamt weiß. Doch nur auf den ersten Blick. Es gibt genau eine Stelle, die grün ist. Oh, wirklich? Die Stelle ist mir aufgefallen, als ich den Tatort untersuchte. Vielleicht erinnert ihr euch ja an das kleine Gemälde hinter dem Schreibtisch. Aus irgendeinem seltsamen Grund ist die Wand hinter dem Gemälde grün gestrichen. Wirklich. Das Gericht hat jenes Gemälde ebenfalls erblickt. Es war wohl. Es hing ungefähr hier. Ja, seht ihr? Weil da ist ja genau diese Stelle, wo man halt da in den anderen Raum rüberkommt und so. Phoenix, ich markiere es in der Skizze. Yes. Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, was mich daran gestört hat. Jetzt wird es mir klar. Am Tag des Verbrechens öffnete sich ein Portal hinter dem Gemälde. Dies war die Wand, die für den Goldthor-Zauber herhalten musste. Ist ja logisch. Einspruch. Eure Beharrlichkeit ist beeindruckend. Ihr wollt wohl um jeden Preis ein Portal dort haben, oder? Die Wand hinter dem Gemälde war grün und das ist eine erwiesene Tatsache. Zufällig erinnere ich mich noch gut an jenes Bild. Es war ein kleines Landschaftsgemälde. Yeah, fettes Buch. Ungefähr so groß wie das geöffnete Liber Magie. Das Gemälde dürfte in der Tat ähnlich groß sein. Ein kleines hinreißendes Bild.
Selbst wenn sich an dieser kleinen grünen Stelle ein Portal geöffnet hätte, wäre dennoch kein Mensch in der Lage, dort hindurchzupassen. Für mehr als einen Arm ist dort kein Platz. Könntet ihr dem Gericht vielleicht erklären, wie eine Hexe durch ein solch kleines Portal entkommen soll? Er hat recht, Phoenix. Niemand hätte sich durch ein derart kleines Portal zwängen können. Aber das war doch diese Schattengestalt, die zuerst erschaffen wurde, um da durchzugehen, oder nicht? Habt ihr noch etwas zu sagen? Oder habt ihr endlich begriffen, dass ihr hinter den Ohren noch sehr grün seid? Haha, toller Wortwitz. Die werden immer voll kacke rübergebracht, die Wortwitze. Das Portal war zu klein für einen Menschen. Man muss nicht groß nachdenken, um das zu bemerken. Doch da wir dies alle wissen, müssen wir nur noch eine offensichtliche Frage klären. Wenn es kein Mensch war, was könnte durch die Wand entkommen sein? Ihr seid geschickt im Verdrehen von Tatsachen. Warum beantwortet ihr nicht eure eigenen Fragen? Ihr redet so, als würdet ihr schon alle Antworten kennen. Ein kleines Portal wurde an der Wand am Tatort geöffnet. Ich habe alle Hinweise, um dieses Rätsel zu lösen. Durch das Portal gelangte... Hä? Was für ein kleines Tier denn bitte? Irgendwas anderes. Kein Mensch kann sich durch dieses kleine Portal gezwängt haben. Sogar eine Hexe schafft das nicht. Ha, nehmt ihr also endlich Abschied von euren wahnwitzigen Behauptungen? Ich bin noch nicht fertig, werter Inquisitor. Irgendwas anderes könnte durch das Portal gelangt sein. Es klingt echt überzeugend. Irgendwas anderes. Und welches rätselhafte Wesen soll das gewesen sein, verhörter Herr Blaurock? Das Portal wurde geöffnet, nachdem Layton in Gold verwandelt wurde. Die Hexe muss wohl einen guten Grund gehabt haben. Sie hat also etwas durch das Portal geschoben. Geschoben? Hä? Ihr habt die Neugier des Gerichts geweckt. Was genau hat nun das Portal passiert? Wofür hat die Hexe das magische Portal genutzt? Okay, das habe ich mir jetzt eigentlich nicht dabei gedacht. Ich habe jetzt eher gedacht, dass dann nachher diese Schattengestalt da durchgegangen ist. Aber dann war es ja der Zauberstab. Das ist ja dann logisch. Wow, habe ich einfach intuitiv das Richtige gemacht, auch wenn ich falschen Gedanken hatte. Natürlich. Angesichts des Tatorts gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar kann es nur die Thalea Magica sein. Was? Was geht nun vor sich? Die Thalea Magica wurde am Schauplatz des Verbrechens gefunden. Das Portal hat damit nichts zu tun. Hä, wieso? Das kann voll gut sein, weil genau das Portal doch an der Stelle ist, wo die Thalea Magica rauskommt, oder nicht? Inquisitor Flamberg, ihr seid Opfer einer falschen Annahme. Einer falschen Annahme. Die Hexe hat nicht versucht, einen Beweis vom Tatort zu entfernen. Im Gegenteil, sie wollte einen Beweis platzieren. Sie warf den Hexenstab durch das Portal in den Raum. Ihr und eure wilden Theorien. Ist euch eigentlich bewusst, welche wirres Gerät eurem Mund entfleucht? Wenn sie den Stab in den Raum geworfen hat, dann heißt das... Ganz genau. Sie hat es getan, um uns zu täuschen und um uns auf die falsche Fährte zu locken. Die Hexe war während des Verbrechens nicht im gleichen Raum. Sie wirkte den Zauber von außerhalb. Was? Ja, da seht ihr mal, meine lieben Freunde. Es war nämlich nicht Maya. Es gibt einen weiteren Beweis, dass der Stab von außen in den Raum geworfen wurde. Bitte, welcher Beweis soll das sein? Es handelt sich um Professor Laytons zuvor abgebrochenen rechten Arm. Jener Arm des Opfers? Wie soll er denn irgendetwas beweisen können? Kein einziger Zeuge hat ausgesagt, dass er den Stab gesehen hat. Doch einige haben gehört, wie er zu Boden fiel. Das stimmt. Schaut euch die Skizze doch einmal genauer an. Da der Arm hier aufrecht stand, wissen wir, dass die Angeklagte den Stab nicht hätte fallen lassen können. Von wo aus müsste man nun den Stab fallen lassen, damit er dort landet? Oha! Ach. Ihr begreift es nun also auch. Der Stab kann nur aus dem kleinen Portal gekommen sein, das die Hexe mit Goldtor schuf. Aha, da haben wir euch in die Enge getrieben. Aber jetzt kommen die wahrscheinlich mit irgendeiner Scheiße und widerlegen mal wieder alles. Ist es sehr überraschend. Die Hexe war so nicht im Raum, als sich das Verbrechen ereignete. Zumindest behauptet dies der Verteidiger. Dies ist die einzige Antwort, die alle Widersprüche erklären kann, über die wir gestolpert sind. Oh, jetzt kommt wieder irgendeine Scheiße. Verehrter Herr Blaurock, eure einfallsreiche Vorstellungskraft gereicht jedem Märchenerzähler zur Ehre. Beeindruckend. Aber eure Verteidigung ist löchrig. Ich sehe einen klaffenden Widerspruch. Noch ein Widerspruch? Was meint ihr denn jetzt schon wieder, Inquisitor Flamberg?
An jenem Tag wurde diese Talia Magica benutzt, die hat zwei magische Kristalle. Einen für den Goldverwandlungszauberspruch Goldor, Goldor. Und den zweiten für den Schattenbeschwörungsspruch Umbra. Eine Hexe kann mit diesem Stab nicht den Spruch Goldor gewirkt haben. Aber die hatte vielleicht einen zweiten Stab oder die hat die Mega-Ultra-Hexenpower und kann das einfach so wirken. Das kann ja auch sein. Weil wenn das die Hexe Arcana ist, was ja eigentlich logisch wäre, weil das ja der einzig ungelöste Hexenfall ist, dann kann die das bestimmt auch so machen, ohne diesen scheiß Hexenstab. Ja, damit habt ihr durchaus recht. Aber ihr könnt nicht alle Fakten, die meine Theorie untermauern, als Zufälle abtun. Ob ich den Tag erlebe, an dem ihr mir ohne eines eurer Aber einfach nur zustimmt. Ich will darauf hinaus, dass diese Talia Magica nicht die richtige ist. Nicht die richtige? Ganz genau. Und verantwortlich dafür ist natürlich die echte Täterin. Ein Teil des Stabs ist eine weitere Täuschung der Hexe. Das ist doch viel der Spannung, das ist doch viel für ein Gericht meines Alters. Möge die Verteidigung enthüllen, was die geheimnisvolle Täuschung ist. Hä? Ich denke mal, Umbra ist die Täuschung. Weil das muss ja gar nicht benutzt werden. Weil man hat ja in dieser Szene gesehen, dass die Hexe wirklich im Raum war. Da war ja gar keine Schattenfigur und so, ne? Lass mich zunächst einmal etwas klarstellen. Das ist doch eine echte Talia Magica, oder? Zweifellos. Der Metallstab in der Mitte wird Spina Magica genannt. Das Hexenmal auf dem oberen Teil ist deutlich zu erkennen. Es ist mit vielen Details geschmückt. Es ist unmöglich zu fälschen. Selbst der beste Handwerker ist nicht dazu imstande. Ich garantiere euch die Echtheit des Stabes. Dann bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit offen. Die Fälschung ist der Umbra-Kristall. Was? Ein magischer Kristall wurde gefälscht! Yeah, butter, pam. Das ist ein Affront gegen unsere Ermittler. Nur Hexen können die Kraft magischer Kristalle nutzen, oder? Wie wollt ihr nun erklären, ob ein magischer Kristall echt ist oder nicht? Haltet ein, wir sind uns alle sicher, dass der Spruch Goldor in dieser Stube benutzt wurde. Er kann also keine Fälschung sein. Aber was ist mit Umbra? Hat irgendjemand eine Schattengestalt am Tatort gesehen? Aber das Ergebnis der Untersuchung von Herrn de Victoires Tod ergab, dass der Spruch Umbra eingesetzt wurde, um den Mord durchzuführen. Und genau das wollte die Hexe ausnutzen. Wenn der Stab mit diesem magischen Kristall am gleichen Schauplatz gefunden wird, ist dies die perfekte Möglichkeit für die Hexe, das Verbrechen der Angeklagten anzuhängen. Sie sollen nun den Tod von Professor Layton und Herrn de Victoires verantworten. Wir sollen glauben, sie ist die echte Hexe. Oh! Das war das Ziel der echten Hexe. Tja, mal wieder alles aufgelöst. Es gibt ein Kapitel in der magischen Chronik. Dort findet sich eine Methode, die Echtheit eines magischen Kristalls zu testen. Wie sieht dieser Test aus? Oh, er ist simpel. Ein echter magischer Kristall ist ein Mineral mit einer geringeren Dichte als reines Wasser. Man muss lediglich überprüfen, ob der magische Kristall auf dem Wasser schwimmt. Das ist wirklich recht simpel. Alle nicht magischen Minerale dieser Welt sinken im Wasser. Ausgenommen Sepiolit und einige andere spezielle Arten. Doch die düster glitzernden magischen Kristalle sinken niemals im Wasser. Gerichtsdiener, untersucht diesen magischen Kristall so schnell wie möglich. Der magische Kristall ist eine Fälschung? So was habe ich noch nie gehört. Was ist denn hier los? Es ist alles gut, mein Kind. Du brauchst nicht weinen. Du wirst heute noch eine Hexe brennen sehen. Und jetzt boah, ey, ich glaube es nicht. Ich habe das doch alles nachgewiesen. Wieso jubilieren die wieder dem? Mein ganzer Ruhm wird geklaut. Wenn eure Theorie zutrifft, dann ist dies das größte okkulte Verbrechen der Geschichte. Aber eine andere wichtige Frage ist immer noch offen. Das Gericht bittet euch, diese zu beantworten. Wer ist nun die echte Hexe, die Talia Magica durch das Portal warf? Die echte Hexe, da kommt nur eine Person in Frage. Offen gedacht ist es kaum zu glauben, aber es kann nur sie sein. Sobald ich sie öffentlich anklage, gibt es kein Zurück mehr. In Anbetracht der Konsequenzen sollte ich ihren Namen nennen. Phoenix. Hexen erhalten in Labyrinthia die Feuerstrafe. Du magst glauben, dass es zu weit geht. Aber sogar in einer Welt, die dir verrückt erscheinen mag, müssen diejenigen, die ein anderes Leben nehmen, zur Rechenschaft gezogen werden.
Das ist ein universelles Gesetz, glaube ich. Die Hexe hat Professor Layton in eine goldene Statue verwandelt. Und das ist noch nicht alles. Sie hat auch den Alchemisten auf dem Gewissen und nun will sie all diese Verbrechen Maya anhängen. Ich kann sie nicht damit durchkommen lassen. Wohlan, werter Verteidiger, so läutet doch bitte eure Theorie. Wer ist diese Hexe, die Goldtor benutzte und dann den Stab durch das so entstandene Portal warf? Ja, Erlington, das ist ja wohl hundertprozentig klar. Ich meine, wer sollte es sonst gewesen sein? Wenn das Unmögliche ausgeschlossen ist, ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, so unwahrscheinlich diese auch sein mag. Es gibt nur eine logische Möglichkeit, es muss diese Person sein. Die echte Hexe ist Jean Erlington. Erlington, mir deucht, mir kommt der Name bekannt vor. Augenblick, das ist doch der Butler, der einst Herrn de Victoire diente, nicht wahr? Ganz genau. Ich sag doch, der kam mir schon am Anfang komisch vor. Pah, was geht hier vor? Liebt das Ausrollen dieser lachhaften Mutmaßungen, doch ihr ignoriert einen Fakt. John Erlington ist ein Mann. Inquisitor Flambeck, verratet mir eins. Können nur Frauen Hexen sein? Habt ihr euren Kopf zu tief in den Ofen gesteckt? Natürlich können nur Frauen Hexen sein. Seit Bestehen dieses Gerichts hat es noch keinen einzigen Hexer gegeben. Ihr seid ein Ausbund an Ignoranz. Ihr solltet vor Scham im Boden versinken. Wie ihr meint. Aber darf ich euch eine weitere Frage stellen? Ist John Erlington wirklich ein Mann? Hm? Was? Welche absurde Frage. Ich hab doch gesagt, er hat voll die Frauenstimme, ey. Die Verteidigung ist sich sicher, dass John Erlington die Hexe ist, die für den magischen Angriff auf Professor Layton verantwortlich ist. Ey, wie ich sowas immer weiß! Ich habe es in Assassin's Creed gemerkt. Ich habe es hier gemerkt, dass immer die Männer in Wirklichkeit Tussen sind. Ich habe es immer gewusst. Bam! Yeah! Tja, da labert ihr was. Boah, ey. Wollt ihr wohl mit eurem Possenspielchen aufhören? Das ist eine haltlose Bezichtigung. Haltlos meint ihr? Tut mir leid, aber da seid ihr auf dem Holzweg. Als das Verbrechen ausgeführt wurde, hielt sich John Erlington im Raum direkt neben der Alchemistenstube auf. Und eine der Wände in genau diesem Zimmer war grün angestrichen. Stimmt das? Darüber hinaus grenzt eben diese grüne Wand direkt an Herrn de Victoires Studierstube. Was? Ihr seid von Sinnen. Yeah! Wir könnten Maya befreien! Inquisitor Flamberg, bestellt bitte schnellstmöglich den Butler in dieses Gericht! Ja, und da werden wir im nächsten Part schauen, wie der sich denn zu verteidigen hat, beziehungsweise die. Das ist dann auch die Frage, ne? Also bis dann! Ciao!